aber es wäre dennoch bedauerlich gewesen. Ein Massaker an Bürgern, die nur versucht haben, einen Sklaven zu beschützen, hätte die Kirche vielleicht dazu gezwungen, die Aussöhnung zu überdenken, die Kunari als die Monstren zu sehen, die sie sind. Dieser Magier schien einfach eine günstige Gelegenheit zu sein. Doch sollte es ein derartiges Komplott gegeben haben, verstehe ich, warum ihr es abstoßend finden könntet. Euer Ketogen hat seinen Tod der Freiheit vorgezogen. Ich hatte erwartet, er würde frei sein wollen. Genau wie ich es auch gewollt hätte. Mein Mitleid ist aufrichtig, aber sie sind einfach nicht wie wir. Falls möglicherweise. Warum redet ihr so darum herum? Ich weiß, was ihr vorhattet. Würde sich ein Mitglied der Kirche der Aufhetzung schuldig bekennen, hätte dies zweifelsohne weitere Aussöhnungsbemühungen zur Folge. Eine Anschuldigung durch einen Unterstadtgauner hingegen, so wichtig seid ihr bei weitem nicht. Das soll keine Beleidigung sein. Es ist einfach der Grund, warum ich euch ausgewählt habe. Seid versichert, dass Entschuldigungen, ob echt oder eingebildet, nicht zu eurem Besten wären. Ich werde das nicht vergessen, Schwester. Nehmt euer Geld und verschwindet zurück in die Unterstadt. Ich werde nicht noch einmal den Fehler begehen, bei jemand anderem als einem Gläubigen Hilfe zu suchen. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Es geht um die Ewigkeit. Eingebildete Schnepfe. Die werden wir bestimmt wiedersehen. Ja, leider. Bedauerlicherweise. Leider werden wir sie noch wiedersehen. Auf das Wiedersehen kann man wirklich verzichten. Obwohl, wenn wir schon mal da sind, können wir auch zu Gemlins Haus gehen. Ihr seid hier auf jeden Fall besser dran als in den Flüchtlingslagern. Beim Atem des Erbauers. Freunde ganz um... Ach, ein Brief von Bethany. Wertet Bethany, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was mit Tamara geschehen ist. Ich glaube, ihre Familie ist nach Redcliffe geflohen, aber ich konnte sie nicht ausfindig machen. Ich habe kaum noch Hoffnung, aber vielleicht geschieht ja ein Wunder. Ich versuche es weiterhin. Ich weiß, dass ihr mit Tamara eng befreundet wart. Ich schreibe euch, sobald ich etwas erfahre. Hoffentlich geht es eurer Familie gut in Kirkwall. Bestellt bitte eurer Mutter Grüße von mir. Ich werde weiter für euch alle beten. Schwester Ursula. Okay. Freude ganz unten. So viel ich weiß, benötigt ihr dringend Geld. Nein, das brauchen wir nicht. Mehr Briefe als ich? Auf dem Schreibtisch liegt schon wieder. Naja. Okay, anscheinend werden wir erstmal noch zum Händler müssen, aber egal. Jetzt wird endlich die Expedition losgehen. Ach, schön. Aber erstmal natürlich Sachen verkaufen. Lalalala. Ja, so schnell kann's gehen. Tja, so schnell kann man doch was abgeben. Na komm. Also, das doch jetzt genug Platz geben. Also gut, geben wir Bartrand endlich das Geld zurück und dann kann es endlich losgehen. Hat ja auch lang genug gedauert. Beric, wo warst du? Und was planst du jetzt schon wieder? Bartrand, sei doch nicht so misstrauisch. Ich bringe uns hier unseren zukünftigen Partner. Was? Partner? Du dämlicher, nackküssender Staubbauer. Wie konntest du so etwas nur versprechen? Wenn diese Expedition nicht bald aufbricht, werden wir niemals irgendwelche Gewinne machen, um die wir uns streiten können, Bruder. Da könntest du vielleicht recht haben. Ja, da fühlt man sich doch wirklich willkommen bei den beiden. Es ist wirklich ergreifend, wie viel Liebe hier herrscht. Was ich lieben würde, wäre das Geld, um damit die Zuversicht meines Bruders zu untermauern. Wie sieht das damit aus, Mensch? Ja. Ich habe euer Geld. Das ist ein Scherz, oder? Was habe ich dir gesagt, Bartrand? Nicht schlecht für einen Menschen, was? Also gut, Partner. Wir teilen den Gewinn zu gleichen Teilen zwischen euch, mir und Varric. Jetzt brauchen wir nur noch einen geeigneten Zugang zu den tiefen Wegen. Na, wir haben doch Karten. Das hier könnte genau das sein, was wir brauchen.
Was ist das denn? 3, 4 Zugänge zu den tiefen Wegen und alle in den freien Marschen? Wo habt ihr die her? Ein Wunder der Magie. Ich bin wirklich verblüfft. Lasst uns einfach den vielversprechendsten aussuchen und aufbrechen. Ihr solltet alle Geschäfte zu Ende bringen. Wir werden wenigstens mehrere Wochen unterwegs sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Dann brechen wir auf. Tja, wir sind schon bereit. Wir haben alles gemacht. Also, seid ihr bereit? Vor uns liegt ein langer Weg. Wenn ihr hier noch irgendetwas zu klären habt, dann solltet ihr das besser jetzt erledigen. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Sehr schön, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir haben uns für einen der verborgenen Zugänge entschieden. Die tiefen Wege werden hübsch jungfräulich sein und nur darauf warten, dass wir in sie eindringen. Das nenne ich mal eine interessante Bildersprache. Es wird etwa eine Woche dauern, bis wir tief genug sind. Und wir werden vermutlich auf Versprengte der dunklen Brut treffen, die noch von der Verderbnis übrig sind. Große Risiken, große Belohnungen. Wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Das hier ist nicht irgendein törichtes Wagnis. Wir werden Erfolg haben. Also dann, bevor wir... Moment mal, wer hat diese alte Frau eingeladen? Verzeiht, dass ich euch unterbreche, Sir Zwerg. Aber ich muss mit meinen Kindern sprechen. Mutter, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Beantworte mir nur eine Frage. Hast du etwa vor, Bethany mitzunehmen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Alles wird gut, Mutter. Ich will mitgehen. Gar nichts wird gut. Ihr könnt nicht beide gehen. Was, wenn euch etwas zustößt? Warum du das hier tun willst, verstehe ich. Aber ich bitte dich, lass deine Schwester hier. Auf mich warten entweder die Templer oder die dunkle Brutmutter. Und die dunkle Brut darf ich zumindest bekämpfen. Also, ihr werdet ohnehin nicht jeden mitnehmen können, der euch einfällt. Ihr müsst euch entscheiden. Eieiei. Hey, gute Frage. Wen nehmen wir da großartig mit? Also auf jeden Fall Isabella. Ja, ob wir Bethany mitnehmen? Tja. Nee, wir nehmen lieber Anders mit. Oh, dem Erbauer sei Dank. Bist du dir da sicher, großer Bruder? Ich hoffe, du versuchst nicht nur mich zu beschützen. Glaub mir, das wird kein Vergnügen. Ich würde auch lieber hierbleiben, wenn ich könnte. Also gut. Ich hoffe, du hast recht. Ja, wir können sie ja nicht in Gefahr bringen. Ich hoffe nur, die Templer bleiben schön weg vom Haus. Ist euer persönliches Drama jetzt vorbei? Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, nicht wahr, Bruder? Ja, das haben wir. Die tiefen Wege erwarten uns. Es kann doch nur schön werden da unten. Nein, das kann nicht stimmen. Der Champion und seine abtrünnige Schwester kamen nach Kirkwall, um den Sturz der Kirche voranzutreiben. Ihr jedoch behauptet, das sei nicht der Fall gewesen. Es war also reiner Zufall, dass der Champion mit den Kunari zu tun hatte und sich mit einer bekannten Seeräuberin, einer Blutmagierin und einem abtrünnigen grauen Wächter zusammengetan hat. Und wofür? Für Geld? Vielleicht ist es ja nicht ganz so einfach, wie ihr denkt, Sucherin. Einfach? Muss ich euch wirklich daran erinnern, was euer Freund getan hat? Muss ich euch erzählen, wie viele Leben ausgelöscht wurden? Und wie viele noch folgen werden? Ihr könnt nicht einfach hier sitzen und mir erzählen, er sei unschuldig. Ich weiß nicht genau, ob unschuldig wirklich das richtige Wort ist. Er muss davon gewusst haben. Irgendwoher wusste der Champion, was da unten war. Deshalb wollte er auch an eurer Expedition teilnehmen. Nein, keiner von uns wusste davon. Wäre es so gewesen, dann wäre das alles vollkommen anders ausgegangen. Ach, tatsächlich? Nun, dann erzählt mir doch eure Version dessen, was sich auf dieser Expedition zugetragen hat. Nun ja, wir haben die tiefen Wege wie geplant betreten. Allerdings sind wir nicht besonders weit gekommen. Es gab einen Einsturz. Unser Weg ist blockiert. Was? Gibt es noch einen anderen Weg? Ich konnte bislang keinen finden. Die Nebengänge sind zu gefährlich. Nutzloses Pack!
Wofür bezahle ich euch Gesindel eigentlich? Du bezahlst die überhaupt nicht. Schlag das Lager auf! Gibt es Probleme, Bruder? Diese verfluchten tiefen Wege. Wer weiß, wie lange es dauert, den Weg freizumachen. Sollten wir nicht lieber nach einem anderen Weg suchen? Das erschiene mir logischer. Denkst du, ich bin ein verdammter Idiot, Varric? Die Späher sagen, die Nebengänge sind zu gefährlich. Naja. Seht ihr? Und genau deshalb sollte man jemanden wie mich bei sich haben. Wir sehen uns das mal an. Falls wir schreiend zurückgerannt kommen, weißt du, dass es die richtige Entscheidung war, hier zu bleiben. Na schön, sucht doch einen anderen Weg. Aber beeilt euch. Ja, ja. Genau deshalb habe ich die Wächter verlassen. Ich hasse diese verdammten tiefen Wege. Ich hasse es, eure Probleme noch zu vergrößern, meine Freunde, aber mir bleibt leider keine Wahl. Ich fürchte, mein Junge ist weggelaufen. Er muss irgendwo in diesen Gängen sein. Ich bitte euch, haltet die Augen nach ihm offen. Er ist sich der Gefahr einfach noch nicht so bewusst wie andere. Wir bringen ihn euch in einem Stück zurück. Vielleicht auch in zwei. Das ist im Moment noch schwer zu sagen. Der arme Sandel. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Na los, beeilen wir uns. Okay, Sandel ist in Gefahr, naja. Darüber lässt sich streiten. Denn soweit ich noch was weiß, aus Origins hat er ja mal eine Menge dunkler Brut umgebracht und ich weiß bis heute nicht, wie er das eigentlich gemacht hat. Ich glaube, der am wenigsten in Gefahr ist, ist Sandel. Oh ja, ich glaube, wir sind wirklich bis jetzt überpowered. Oh yeah. Mann, dunkle Brut ist doch kein Gegner mehr. Hallo, ja. Wollt ihr noch mehr Prügel beziehen? Ach, die armen Viecher. Die dunkle Brut kann einen schon leid tun. Aber na gut. Wir sind ja schließlich nicht hier, um sie zu bedauern, sondern um sie niederzumetzeln. Na, kommt her. Ich kann sie immer noch spüren. Schön, da kannst du uns ja immer vorwarnen, falls wir hier kommen. Obwohl, so bekloppt wie die sind, musst du keine Vorwarnung machen, die sie von mir schon vorher. Ach, auch mal wieder ein Gesandter, wie nett. Tja, die haben ja bisher nicht lang durchgehalten. Ja, nette Sachen. Ein verzauberter Stab, ein bisschen Silberit. Okay, Varric. Kannst du die Truhe öffnen? Natürlich kann er. Ich liebe solche Aufgaben. Okay, oh, nicht schon wieder Spinnen. Warum müssen es immer Spinnen sein? Ich liebe, wenn ein Plan funktioniert. Ach du Scheiße. Ja, das meinte ich mit, es gibt noch größere. Oh Gott. Boah. Kann ich gar nicht hinsehen. Direkt mit dir, du Flieger, genau. Dreh mit deinen fetten Hintern zu, aber das ist nicht ganz so eklig. So. Oh, wir leben noch.
dann. Schauen wir mal, ob wir Sandel vielleicht endlich mal finden. Denn so weit kann so ein kleiner Zwerg doch gar nicht gekommen sein. Oder? Ein bisschen weit ist er wohl doch gekommen. Oh, da sind ja noch welche. Ja, vielleicht sollte ich erstmal meinen Freunden helfen, bevor ich großartig nachgucke. Na, also jetzt ist aber ruhig, ja. Da brat mir doch einer ne Nack. Ist das nicht Bodans Junge? Oh, die Szene kommt mir doch sehr bekannt vor. Hallo? Tja, das Glück ist eben mit den Dummen. Ich wüsste wirklich gerne, wie ihr die alle erledigt habt. Ja, das wüssten wir alle gerne. Mit einem Stein? Boom! Ah ja, ja. Und wie habt ihr das gemacht? Keine Verzauberung! Ein kluger Junge. Kommt schon, wir müssen noch immer einen Weg an dieser Einsturzstelle vorbeifinden. Also... Nee, ich glaube, Sandel macht mir langsam Angst. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Wart ihr jemals mitten in einem Sturm auf dem offenen Meer? Das ist das beste Gefühl der Welt. Also, ich frag mich echt, wie Sandel das gemacht hat. Mann, Mann. Ist schon ein erstaunlicher kleiner Junge. Haufen Golems. Ich hoffe mal, ihr bleibt auch schön schlafen. Ach, und schon wieder dunkle Brut zu bekämpfen. Ja.